So, ich habe mal kurz wieder nach der Aufnahme geschaut. Put your wings back on, Lieutenant. We're flying this Falcon. Ja. Ich werde mich mal ganz kurz hier. Here's the situation. Covenant have deployed multiple long-range comm jammers in high rises across the city. We can't hear Holland and he can't hear us. We're totally cut off. Trooper squads have been trying to take the jammers out. Leider. The covers are dug in tight. When I confirm targets, I need you to hit them. Hard. Ist alles so zerstört in New Alexandria tatsächlich. Naja, gut. Sieht echt nicht gut aus. One of our trooper squads went silent after the hospital got hit. I'll mark the location. Complete their mission and take out the jammer. Übrigens möchte ich nochmal anmerken, wie großartig sich der Falcon fliegt. Falcon fliegt. Und wir begeben uns jetzt mal zum New Alexandria Hospital und werden von nervigen Banshees angeschossen. Ja, und ich kann jetzt hier einfach die Höhe locken und dann einfach nur ganz gemütlich herumdüsen. Was mir dann entspannt ist und es auch gleich viel leichter macht, hier zum Beispiel noch ein bisschen umzuschießen. Ja, und jetzt kann ich mich abfallen lassen. Super gut. Und dann nochmal kurz stoppen, präzise hier einzuparken. Ganz langsam quasi so absinken und dann gemütlich aussteigen und hier meine Mission erledigen. Ja, es gibt hier auch ein Easter Egg mit quasi einem Club, wo dann Roots und schlafende Grunts, wo dann Roots und Grunts Party machen. Warum ist der aufgestanden? Oh, fuck, hier ist ein Ingenieur, ne? Ingenieur, ich weiß gar nicht, kam der schon mal vor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können die einem ganz schön den Tag versauen, wenn man so möchte. Wo ist der jetzt hin? Weil der gibt extra Schilde. Und das macht alles viel, viel schwieriger. Und deswegen möchte ich den jetzt eigentlich mal zuerst ausschalten. Aber ich sehe ihn nicht. Wo ist der hin? Der ist doch vorhin irgendwie nach unten abgesunken. Ein Rollstuhl. Wo ist der Scheiß? Der ist jetzt wieder oben. Ne, der versteckt sich irgendwo, ne? Schön, der ist direkt unter mir. Also es ist nicht so, dass man sie nicht töten kann, aber es würde halt unnötig viel Munition und Arbeit verschwenden. Deswegen ich eigentlich jetzt erstmal den Ingenieur töten möchte. Wo auch immer der jetzt wieder ist. Ich höre ihn doch die ganze Zeit. Hier so rumschnurren. Wie ein sanftes Kätzchen. Goddammit! Geht doch alle mal aus dem Weg hier. Mann. Wo ist dieser scheiß Ingenieur? Und meistens haben die eigentlich eher die Tendenz, nach ganz oben im Raum zu fliegen. Sich da dann quasi zu verstecken. Aber ja. Ansonsten kann ich es ehrlich gesagt kaum sagen, wo der jetzt hin ist. Warum hat der einen Brute Needle Rifle? Was zur Hölle liegt hier vor? Ich hole sie alle weg und dann gucke ich mal nach dem Ingenieur. Ist mir jetzt echt gesagt zu doof, weil man ihn einfach nirgendwo sieht. Aber vor allem der Brute dürfte nervig werden.
da ist er ja. So, chillt er hier auf dem Boden. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch mehr Menschen hier kommen. Du bist jetzt still. Oh Mann, ey. Direkt mal so stressig geht das hier los. Glaubt er auch kein Schwein, ne? So, ich dachte schon, er hat Schilde. Aber er hat einfach Armorlock. Warum aktiviert ihr alle Armorlock, wenn ich euch anschieße? Mann. Müsst ihr jetzt nicht noch beschissener machen, als es eh schon ist. Komm, du auch, komm. Aktivier es, ja, und du auch. Alter Vater. Oh, das sieht aber ganz schön fancy aus hier. Diese, wie heißen die nochmal? Coolen aus den 80ern oder 90ern. Wo man sich so geil dran aufladen konnte und dann standen einem die Haare zu Berge und shit. Super fancy. Meine Güte. Die könnten auch einfach mal sterben. Also sie haben schon keinen Helm mehr. Und meinen trotzdem jetzt hier noch rummogeln zu müssen. Das ist quasi ein Todesurteil für die. Der Kopf ist zwar nicht viel drin, aber trotzdem hält der nichts aus, wenn ich ihn denn mal treffen würde. So. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Fuck. Oh. Und da hinten ist schon wieder ein Ingenieur, ne? Haben sie immer noch Schilde? Das, hä? Moment. Ist hier noch ein Ingenieur oder was? Oder warum? Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt haben sie gerade keine Schilde oder mussten die erst noch quasi weg? Wie darf ich das verstehen? Komm mich mal. So, zerstören wir den Sender hier und dann aber nicht zu viel weg. Ja, du hast mir nicht gerade viel geholfen, du. Ja, yeah. So. Wo kommt ihr denn jetzt plötzlich alle her? Ja, ja. Ich bin ja schon auf dem Weg. Jetzt kommen Ranger-Eliten, oder? Ihr wollt mich doch echt verarschen. Braucht seine Waffe. Der hat nicht mehr was Gutes. Aber er hatte immerhin irgendwas. Ich hab grad ernsthaft gedacht, da liegt ein Karabiner. Ich hab's so gehofft irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber. Es gibt ihn ja nicht. Eine der besten Waffen ever. Voller Elite Power. Und es gibt ihn nicht. Es tut mir auch leid, dass ich eigentlich hier meine Kollegen töten muss. Komme ich hier halt schlecht durch, ne? So. Haben wir es dann. Okay. Secret Musik. Nein, da ist noch eine Ultra. Naja, es wird jetzt aber erstmal skirmisch, ne?
Ja, roll dich mitten ins Feld. Oh Gott, wo hat sich jetzt der Skirmisher hingezogen? Skirmisher Freund. Ich weiß nicht, wenn die Skirmisher nicht da wäre, würde ich es gerne mit der Ultra. Fuck, 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 das war schlecht. Nahkampf aufnehmen oder sie ist einfach sehr verpeilt. Dann machen wir das auch ohne. Jetzt nach ganz oben gegangen. Oh, bist du anstrengend. Oh, wir haben sogar noch eine DMA gefunden. Finde ich jetzt mal nicht gerade unpraktisch, ne? So. Zack. Und weiter geht's. Oh, ich bin schon oben angekommen. Gut. Gehen wir zurück zum Falcon. Und meine Marines haben natürlich lieber hier gewartet, als mich drin zu unterstützen. Aber es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich komme damit klar. Heben wir ab. Und wo müssen wir als nächstes hin? Cat. Sag es uns doch. Oh Gott, der Hut. Schießen wir mal drauf. Okay. Noch mehr Banshees. Steigen wir nochmal ein bisschen höher. Ich sagen, wir machen so viel Banshees. Wir werden auch noch irgendwo von hinten ballern. Copy 4-0. Noble 6 in Lot 5 from Main's Trader. See what you can do for those troopers. Oh, das ist tatsächlich nicht weit weg. Schauen wir mal, was wir da noch so tun können, ne? Als jetzt breiter Helfer. So, easy weggefegt, yeah. Zack. Willst du noch irgendwas tun? Ich meine, wieso sollte ich aus meinem Falcon aussteigen, oder? Muss ich das? Nein, oder? Nein, nein. Oh Gott. Was wollt ihr denn da? Ja. Soll ich das da hinten jetzt zerstören für euch, oder was? Kommt hier jetzt noch irgendwas? Gut, zerstören wir es einfach. Ah, die Skybox sieht so episch aus. Was haben wir denn hier überhaupt für ein Geschütz oder was? Noch irgendwas? Achso, ich muss jetzt noch warten, bis die evakuiert wurden. Okay, gut. Alles klärchen. Denn wir sind die Ja. Nächsten Jammer also. Okay. Düsen wir mal direkt hin. Jäger, sagt sie. Oder ist der Club. Genau, wenn man jetzt hier irgendwo auf bestimmten Dächern, glaubt, was aktiviert, dann sind da dann, ja, Brutes und Grunts und so drin, die Party machen und so. In so einer Bar steht auch so ein Brute und, auch so ein DJ-Brute gibt's da und shit. Ist dann halt, relativ cooles Easter Egg eigentlich. Ja, genau. Ein recht cooles Easter Egg. Hör auf mich zu beballern, ich bin hier gerade im London-Anflug. Das ist unhöflich, hat dir das deiner Mutter nicht beigebracht? Oh Gott, dammit! Ich sollte vielleicht doch erstmal hier ein bisschen rumfighten, weil das wäre echt unnötig sonst, ne? Doch wohl ein bisschen. So, die feiern anscheinend gerne. Leute von der Allianz. Dementsprechend verteidigen sie ihre Clubs mit am besten.
Geh mir jetzt nicht auf den Keks. So. So sieht's nämlich aus, Freunde. Gut. Okay. Machen wir mal direkt rein. Schalten die letzten, die hier noch so verstreut hinten irgendwo rumstehen, lieber mal zu Fuß aus. Die Musik ist ziemlich cool und ich finde, das hier ist einfach auch. Also, wenn so ein Club mal in der Zukunft aussieht, dann aber hallo. Deswegen wird der heutige Abend legendär. Warte einen Moment. Gendär. Dann gehe ich vielleicht auch mal gerne in Clubs, ja? Ja, oder so auch wie so ein Mass Effect. Genau, hier ist dann noch so eine Bar und shit. Allerdings muss ich sagen, gibt heute auch schon coole Clubs, aber doch meistens eher nicht so mein Ding. Vor allem, weil dann gerne mal einfach so, hey, lass in den Club gehen und, keine Ahnung, 6 Stunden da rumraven. Und vor allem so Clubs, wo man sich dann nicht unterhalten kann, finde ich irgendwie sinnlos. Wenn man es auch Orte gibt, wo man sich unterhalten kann, dann geht man wieder eine halbe Stunde tanzen. Und dann unterhält man sich mal wieder eine halbe Stunde und dann, ja, und immer so weiter. Man kann auch ein bisschen trinken, ohne dass es einem direkt 30 Milliarden Euro Kosten in die Brieftasche schlägt. Dann ist das auch wirklich, kann das wirklich ziemlich geil sein. Oh, da liegt ein Rocket. Aber so finde ich das doch eher ungeil meistens zumindest. Wenn echt voll ist, okay, ist das immer noch mal wieder ein bisschen was anderes. Ihr überlebt ja immer noch! Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Hier sind ja noch mehr Jäger. Gut. Nee, ich muss hier weg. Nee. Fuck off. Too much Jäger. Ja, Schlüssel. Kann ich nicht irgendwie mir so einen Molotow-Cocktail basteln mit den Flaschen oder so? Und die dann mal gepflegt anzünden. Das hier ist hier der VIP-Bereich. Ein paar Jetpacks am Start. Was steht hier? Eine Flasche Sky oder was? Nein, es soll keine Schleichwerbung hier werden. So. Was steht der Marine da eigentlich so rum und chillt, während ich hier die Seele aus dem Leib kämpfe? Weil hier 4 Jäger rumstehen. Ja, ist ganz schön busy, ich sehe es. Sind noch irgendwas, irgendwelche coolen Items. Shit. Gut, nicht. Sollte ich vielleicht mal aufhören, das Feuer auf die Marines zu lenken und mich meiner Pflicht stellen. Oder auch einfach drauf gehen, weil er direkt 2 krasse Moves hintereinander macht. Gut, so viel dazu. So. Ist jetzt die Frage. Bringt halt kaum was, auf sie von vorne zu schießen. Und ich kann mich echt nicht erinnern, dass hier 4 Jäger waren. Aber anscheinend ist es schon normal. Gut, Marine, los, schieß in seinen Rücken. Ihr seid die Helden. Vielleicht nur des Alltags, aber trotzdem. Entschuldigung, ich muss mal eben hier durch. Denn ihr habt eure Stellung verlassen und das war ein Fehler. Und wer weiß, vielleicht gibt es hier oben ja doch irgendwie zumindest einen Nate. Ne, ich will die Marines ja eigentlich nicht so hier allein lassen. Die war schlecht geworfen. Deswegen würde ich eigentlich. Oh, hier geht's zurück, ne? Eigentlich gern. Doch nochmal irgendwie hier denen helfen, ne? So, jetzt habe ich noch 2 Granaten. Damit will ich noch hier die Jäger kurz vernichten. Oh, hallo. Direkt an den Kopf.
langsam gehst du mir jetzt aber auch echt auf den Keks. So. Also, und den nächsten. Komm. Oh Gott, niemals auf Midrange. Oh, fuck, fuck, fuck. So, erstmal weg. Aber wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. Wir werden den jetzt auch noch down kriegen. Auch wenn es einfach unnötig viel Zeit frisst, weil wir unsere Mission eigentlich schon... Scheißegal! Du gehst jetzt bitte gleich mal drauf. Auch wenn mir die Shotgun-Molly langsam ausgeht. Und er mich mit einem Schlag tötet! Pech gehabt, Marines. Es ist mir jetzt, glaube ich, eigentlich mal relativ egal geworden. Ihr schafft das schon. Also, das fand ich jetzt echt ziemlich, ziemlich lächerlich. Mit einem Schlag bin ich dann einfach weg. Und, naja, gut. So.